Hey Leute, der Graven, willkommen zu einer neuen Runde von Angezockt. Ich stelle euch heute mal das Spiel Songs of Conquest vor. Ist gerade erst bei Steam erschienen und ist so ein bisschen wie Might and Magic, wer es von euch noch kennt, von früher. Ich glaube, der dritte Teil war, glaube ich, am erfolgreichsten oder am beliebtesten, sagen wir mal so. Und die Teile danach haben es dann irgendwie nie wieder dann geschafft, so cool zu sein. Aber ihr werdet gleich sehen, ihr werdet so ein bisschen Ähnlichkeit haben. Wir zocken einfach mal mit der ersten Kampagne los. Das Spiel ist noch im Early Access. Es kann sein, dass hier noch später mehr Kampagnen dazukommen, beziehungsweise man sieht es ja hier schon, man kann auch aus einer Community eine Kampagne machen, weil es gibt hier auch einen Karteneditor. Man kann quasi und sogar einen Community-Karteneditor, also man kann quasi wirklich alles Mögliche erstellen. Mehr Spieler gibt es auch. Tutorial gibt es theoretisch auch, aber das kriegen wir, glaube ich, auch so hin. Wundere mich gerade, warum keine Musik mehr kommt. Doch, eigentlich habe ich nichts ausgestellt. Gut, wir starten einfach mal. Wir gucken mal, was passiert. So, wir starten mit das Lied vom Tapferherz. Cecilia Tapferherz, junge Baronin der Baronie Tapferherz, muss sich Feinden im Inneren wie von außerhalb stellen, um ihre Macht zu wahren und ihr Volk zu schützen. Tapferherz wird obsiegen. Ich habe schon mal angefangen, um zu gucken, ob hier alles funktioniert und wie ich klarkomme. Zwischensequenz brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir machen mit der ersten Mission mal, wir starten einfach mal mit der ersten Mission. Im Jahr 593 NA, keine Ahnung, was NA sein soll, wurde die junge Cecilia Tapferherz, man kann hier leider nicht raufdrücken, nach dem verfrühten Tod ihres Vaters zur Baronin, da Erzlieferungen aus dem reichhaltigen Minen Borkensporns verschwanden und Gerüchte über Banditen das Ohr der neuen Herrscherin erreichten, führte Cecilia eine kleine Streitmacht, um den verschwundenen Ressourcen nachzugehen und das Recht in der Baronie wiederherzustellen. Ab geht's. Ja, Ladezeiten sind eigentlich recht schnell. Weiß nicht, ob es an meiner SSD liegt oder... So. Ich mach mal einen Ticken lauter, irgendwie... Kommt auch keine Musik mehr, merkwürdig. Cecilia Tapferherz, die neue Herrin, der war auf dem Weg zu Steinbrüchen von Flint Hills. Sämtliche Steinlieferungen aus dieser Region waren zum Erliegen gekommen und sie war entschlossen, die Gründe dafür nachzugehen. Sie vermutete Banditen und Bauernaufstände und hatte bereits Truppen in der Region entsandt, um die Ordnung wiederherzustellen. Okay, jetzt ist hier auf jeden Fall Sound. So, das heißt, hier haben wir unsere Map. Wir können mit WASD uns hier umher bewegen oder ich glaube, man kann die Maus auch ziehen, jawohl. Hier haben wir unsere Baronin, die kann man sich hier auch nochmal, naja, ein bisschen besser angucken. Man hat auch ein Inventar, Offensive, Verteidigung, Bewegung und Sichtradius. Die sind eigentlich für sie hier am wichtigsten, weil sie macht bei Kämpfen so gesehen nicht wirklich mit. Sie steht quasi in der hinteren Reihe, kann aber Spells machen, die sind ganz wichtig. Gleichzeitig, alles was sie quasi bufft, werden automatisch auch ihre Leute gebufft, die sie quasi unterm Kommando hat. In dem Fall bei uns sind es jetzt hier diese zwei Truppen hier. Wir haben einmal den Waldläufer oder die Waldläufer und die Fußsoldaten. Einmal Fernkampfwaffe, einmal Nahkampf. Und wenn man hier auf Alt drückt, dann kann man quasi den Bewegungsradius sehen, den man hat und bestimmte Punkte, die auf der Map sind, die wichtig sind, sich angucken. Wie zum Beispiel hier diesen Galgenbaum, der eine Quelle des Wissens ist. Und wir werden jetzt einfach mal die Baronin da hinschicken. Der Tod kommt zu uns allen früher oder später, genau. Wir haben einfach nur Erfahrung bekommen. Wir sind quasi noch Level 1, 250 Erfahrung haben wir bekommen, 500 brauchen wir fürs nächste Level. So, als nächstes haben wir hier so einen Aurelianischen Meilenstein. Gehen wir mal hin. Der hat uns jetzt quasi plus zwei Bewegungen gegeben. Geht aber nur einen Zug lang. Gehen wir mal weiter. Hier hinten liegt ein toter Kommandant. Eieiei. Ne, gucken wir uns mal an. Wie gesagt, irgendwann können wir auch nicht mehr laufen. Da haben wir unsere Bewegungspunkte aufgebraucht. Der tote Kommandant trug die Farben von Tapferherz und das Erkennungszeichen der Rabenreserve. Gestohlenes Erz, das war eine Sache, doch eine Revolte gegen die Truppen von Tapferherz war eine ernste Angelegenheit. Eieiei.
So, haben wir da irgendwas bekommen? Nee, ne? Weil manchmal kriegen wir dann auch Artefakte, also halt Items von den Leuten. Oder ich habe keine Bewegung mehr. Wir müssen mal. Ah, ich wollte schon sagen. So, Tutankhamun. Bei der Leiche findet sich ein altes Artefakt. Es könnte sich in Zukunft als nützlich erweisen oder wir verkaufen es gegen Gold. Da wir aber noch nichts haben, nehmen wir uns den Dolch, der gibt plus ein Offensive. Und das heißt, wenn wir jetzt hier mal gucken, Nahkampfoffensive ist jetzt bei 16. Achso, wir hatten den schon equipped. Und ohne den Dolch sind quasi die Truppen, haben die jetzt eine Nahkampfoffensive von 15 und der hat 7. Wenn wir den Dolch jetzt ausrüsten, dann hat er 8 und er 16, genau. Also wie gesagt, die Truppen steigen mit uns quasi mit dem, nach dem, was wir quasi tragen. Ist hier unten noch irgendwas? Nee. So, ein geplünderter Wagen. Haben wir 900 Gold bekommen. Mehr ist hier nicht. So, wir können wieder nicht weiterlaufen. Das heißt, wir müssen hier unten den Zug beenden. So, und hier haben wir jetzt wieder so einen Meilenstein. Und da kommt eine Truppe aus dem Wald quasi. Einige verwundete Soldaten trauten aus dem Wald hervor und salutierten visiert. Dies waren Cecilias Rabenreservisten und offenbar hatten sie unlängst im Gefecht gestanden. Grüße, Baronin. Die Rabenreserve erwartet euer Geheiß. Leutnant, du hast einige Kämpfe gesehen. Wie ist die Lage? Wie steht es um die Minen? Unsere Späher haben Feinde in der Nähe ausgemacht, Herrin. Die Goldmine im Süden wurde von Rebellen eingenommen. Außerdem trafen wir nahe Feuersteinhügel im Westen auf eine unerwartet gut gerüstete Streitmacht. Wir erlitten schwere Verluste und waren gezwungen, uns zurückzuziehen. Wie gut gerüstet. Das sind keine Bauern mit Ackergerät und Messern. Sie haben Armbrust und Schwerter. An ihrer Seite reiten Raubritter. Das ist kein Bauernaufstand. Jemand hält mich für schwach und will den Tod meines Vaters ausnutzen, um weit mehr als nur ein paar Erzlieferungen zu stehlen. Wir müssen das Gesetz wahren und denen zeigen, dass sie einen Fehler begangen haben. Versammelt die Truppen. Wir marschieren nach Feuersteinhügel. So, wir können uns die Truppen jetzt einverleiben. Man kann hier immer sehen, wie viel maximal man nehmen kann. Aber das reicht. Wir kriegen quasi nochmal 5 Fußsoldaten und 5 Waldläufer. Das war's. Den hatte ich noch nicht benutzt. Perfekt. So, wir können jetzt optional zu den Minen hier unten gehen und die Rebellen hier killen. Oder wir machen einfach mit der Hauptmission weiter und gehen hier lang. Aber wir wollen natürlich alles schaffen. Deswegen gehen wir hier runter. So, ein altes Lager. Soldaten kampieren hier. Ihr Lager kann ausgeplündert werden, um Gold zu erhalten. Oder die Soldaten können bei Rückkehr rekrutiert werden. Wir nehmen auf jeden Fall die Waldläufer. Haben wir jetzt 16. Und je mehr man von denen hat, quasi, umso stärker sind die auch. Also umso mehr Schaden machen die. Und umso mehr halten die auch aus. Oh shit, jetzt habe ich nicht gesehen, was war. Ach, da hier. Plus 3 Bewegungen. Okay. So, wir schaffen es die Runde leider nicht zu den Rebellenmilizen. Also müssen wir noch einmal die Runde beenden. So. Legt die Waffen nieder. Diese Mine gehört der Baronie von Tapferherz. Sie gehört mir. Wir werden nichts dergleichen tun. Du solltest dich besser auf dein Schloss zurückziehen und dich auf einen Sturm vorbereiten. Irgendwas sagt mir, dass einer in Anmarsch ist. Der einzige Sturm, der sich hier sammelt, bin ich. Zieht blank. So, sieht irgendwie komisch an, aber okay. So, man kann seine Truppen jetzt hier noch hin und her stellen. Wichtig ist, es gibt hier auch Erhöhungen im Terrain. Und wenn man quasi die Waldläufer bisschen erhöht positioniert, können die weiter schießen und machen mehr Schaden. Man kann auch manuell automatisch die Schlacht machen lassen oder manuell. Und hier kann man halt sehen, wie der Bedrohungsgrad ist. Also die sind halt nicht wirklich stark. Sollten wir eigentlich easy peasy schaffen. Theoretisch ist es nicht ganz so schlimm, wenn man viele Einheiten verliert. Man kriegt die gut wieder aufgefüllt, sage ich mal. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das sind alles Armbrustschützen. Der steht hier schon erhöht. Da können wir mal sehen, der hat eine ziemlich große Reichweite. Das Grüne, was ihr hier seht, ist quasi, wie weit ich mich bewegen kann. Und das Orangene, in dem Fall hier bei ihm, ist, wie weit er schießen kann. Gleiche bei den Gegnern. Rot ist, was sie laufen können.
Und der hat zwei Linien. Das ist einmal Nahfernkampf oder irgendwie so heißt das. Das heißt, hier machen sie mehr Schaden und im äußeren Bereich machen sie nicht so viel Schaden. Ich würde die jetzt einfach mal ein bisschen rankommen lassen. Eins, zwei. Wir ziehen uns jetzt einfach mal nach hier oben zurück. Au, 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 au. Aber er hat ganz schön was abbekommen. So, hier können wir jetzt sehen, der macht 9 bis 10 Schaden und es müsste eigentlich reichen, um den zu killen. Ja, perfekt. Ah, jetzt ist der natürlich außerhalb der Reichweite. Das Gute ist, die müssen immer nachladen hier. Die können nicht doppelt schießen. Der hat aber noch nicht geschossen. Das heißt, der macht am meisten Schaden. Deswegen machen wir so und dann machen wir so. Die Bogenschützen, die können immer schießen, aber hier diese Armbrustschützen, die müssen eine Runde quasi nachladen. Ist ein bisschen nervig, aber okay. Ja, die haben hier ganz schön was abbekommen. Die haben eine echt hohe Reichweite. Also, kann man jetzt irgendwo sehen? Maximale Truppen, Reichweite 5. Und die haben eine Reichweite von 7. Also, die haben eigentlich noch höhere Reichweite, aber das war jetzt too much. So, da sind wir auch ein Level aufgestiegen und jetzt kann man sich drei Fertigkeiten aussuchen, also zwischen den drei wählen. Die sind doch immer so ein bisschen random. Jetzt nicht allzu viel, aber es gibt so ein paar unterschiedliche auch. Kommandieren finde ich mitunter am stärksten. Man hat bestimmte Truppenplätze, die man haben kann. Momentan haben wir bloß drei und mit dem Kommandieren schalten wir quasi einen vierten frei. Das bedeutet, wir können vier Truppen mit uns führen und das ist schon ein ziemlicher Boost, sage ich mal. Wir könnten auch sagen, dass wir mehr Fernkampfresistenz bekommen. Das heißt, der Schaden, den wir eben bekommen haben, wäre 10% reduziert, weil es ja alles Fernkämpfer waren. Oder wir können eine Nahkampfresistenz machen, aber bis jetzt hatten wir nur Fernkämpfer. Also, ich würde da trotzdem mal das Kommandieren nehmen. So, wir können hier wieder mit Alt sehen, was man hier einsammeln kann. Also erstmal machen wir die Goldmine. Goldmine haben wir zurückerobert, dann ist hier so ein Banner quasi, wird hingestellt, dass es uns gehört. Und dann nehmen wir uns noch das Gold hier. Manchmal kann man die auch mehrfach besuchen. Also den hier zum Beispiel, den können wir gleich nochmal benutzen. Ich weiß nicht, inwieweit die sich immer aufladen, vielleicht pro Runde oder so. Ne, der auf jeden Fall nicht. Aber hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal diese Bewegung. Und dann würde ich sagen, bewegen wir uns mal weiter. Hier ist ein altes Schlachtfeld. Mal gucken. Über diese alte Schlachtfelder zu gehen. Was gemahnt zum Schlacht? Was? Das habe ich nicht gelesen. Auf jeden Fall kriegen wir plus 20 Verteidigung, aber unsere Offensive ist ein bisschen schlechter. Dann haben wir hier noch ein Tribut der Hoffnung. Cecilia war keine einfache Kommandantin. Sie entstammte den Reihen der Hüter, vermocht die Essenz ihrer Truppen zu kanalisieren, um mächtige Zauber zu weben. Als sie den alten Tribut an der Ordnung berührt, spürt sie, wie eine Essenz ihre Kraft verleiht. Sie würde diese Kraft in den kommenden Schlachten benötigen. Wir haben jetzt hier quasi eine Ordnungsessenz bekommen. Kann man das irgendwo sehen hier? Ah, hier Zaubersprüche, genau. Das zeige ich euch mal beim nächsten Kampf, wie das genau funktioniert, aber das sind hier quasi die Zaubersprüche, die wir theoretisch haben. Hier unsere Cecilia skaliert so ein bisschen eher mit Ordnung. Dann gibt es noch Chaos, Zerstörung, Schöpfung und Arcana. Und dann gibt es theoretisch noch Zauber, wo man beide Sachen gleichzeitig braucht. Also hier braucht man quasi Ordnung und Arcana. Hier braucht man Schöpfung und Arcana und so weiter. Momentan kriegen wir hier nur Ordnung und das heißt, wir können unsere Truppen beschleunigen, schützen. Befrieden, dass es auf den Gegner gewirkt. Oder wir können einen Schlachtruf machen. Das ist der stärkste von allen. Der braucht 12 Ordnung. Und wie wir die kriegen, sage ich gleich. Kann man die schnellste? Können wir das darin machen? Nee. Oh Gott sagen. Ach so, er macht die automatisch. Okay. So, hier oben ist ein altes Lager. Da gehen wir erstmal hoch. Wie gesagt, ich sage euch gleich beim Kampf, wie das mit den Essenzen richtig funktioniert. Hier würden wir jetzt auch so eine Milizionäre kriegen. Das sind diese Armbrustschützen.
Das machen wir mal. Und jetzt hier oben könnt ihr sehen, eigentlich hatte ich jetzt nur drei und jetzt habe ich hier quasi noch einen vierten Slot. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal irgendwo Leute finden, können wir die aufnehmen, beziehungsweise die können wir noch auffüllen. Die Truppengröße von denen ist bis zu 50. Schrein bla, großes Lager bla. Wir gehen erstmal hier hoch. Hier haben wir eine Truhe. Gold. Und ein Schrein der Aurelia. Okay. Vor Jahrhunderten entsprang das Imperium von Aurelia. Die ganze Welt, Statuen der Kaiser finden sich noch immer im ganzen Arleon. Und viele Menschen schwärmen von den goldenen Jahren Aurelias. Okay. Wir haben Initiative und Truppenbewegung für eine Schlacht bekommen. Das ist gut. Ein Rüstungsständer, da haben wir noch ein Item bekommen. Das hat er auch gleich ausgerüstet. Das ist ein Bogenschützen Gambison. Kriegen wir plus 4 Verteidigung. Und wie gesagt, nicht nur wir kriegen das, also eigentlich wir kriegen es eigentlich gar nicht. Unsere Truppen kriegen die Verteidigung. Das heißt, die werden dadurch immer stärker. Hier würden wir nochmal 6 Fußsoldaten kriegen. Da können wir auf jeden Fall noch ein paar gebrauchen. Und dann gehen wir nochmal hier runter. So, hier oben haben wir alles. Man kann immer hier sehen, hier ist Besuch, Besuch. Da waren wir überall. So, und hier ist eine Rebellenblockade. Oder eine Rebellenstraßenblockade. Den werden wir gleich mal angreifen. Aufgestellte Barrikaden mitsamt einer kleinen Truppe bewaffneter Bauern versperrt die Straße nach Westen. Du fließt besser, kleine Tapferherz. Feuersteinhügel ist nun freies Land. Frei, höchstens um vom Banditen heimgesucht und anderen Baronien gebrandschatzt zu werden. Wer wird die Menschen beschützen? Ihr etwa? Warum nicht? Wie du siehst, sind wir recht gut gerüstet. Das sehe ich, aber ich mahne euch, eure nächste Handlung sorgfältig zu überdenken. Legt eure Waffen nieder, beantwortet meine Fragen und ich lasse Gnade walten. Oder stellt euch gesetzlos gegen mich und mein Schwert bringt Gerechtigkeit. Sprecht, wer hat euch bewaffnet? Jemand mit guten Absichten gab uns diese Waffen. Ich kenne die Gnade von Tapferherz. Ich sah sie, als der alte Graf Hammond von deinem Vater enthauptet wurde. Also kehrt um. Es bereitet mir keine Freude, das Schwert gegen meine Untertanen zu richten, aber ungesetzliches Handeln wird nicht geduldet. Tapfer Herz fällt niemals. So, da haben wir es auch gerade schon gehört. Ihr Papa war wohl, naja, nicht ganz so der ordentliche Typi. Wir haben hier drei Einheiten. Das ist ein ganz schön unebenes Gelände, aber wie gesagt, für die Milizionäre eigentlich ganz gut. Ich würde sogar echt versuchen, das Feuer eher auf die zu lenken oder auf meine Fußsoldaten, weil die Waldläufer sind eigentlich richtig stark. Da will ich eigentlich so wenig wie möglich verlieren. Oh, mit Barrikaden, okay. So. Wir könnten hier theoretisch schon einen Zauber machen. Und zwar kriegen wir pro Zug immer Punkte von Ordnung. Und wenn wir hier sehen können, die Milizionäre. Das Fußvolk, ihr müsst hier auf diese Essenzen gucken. Die zum Beispiel geben uns plus 2 Ordnung. Die theoretisch 0. Mit 0 bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, Ordnung mal 2. Wir müssen mal gucken, wie viel Ordnung wir jetzt im nächsten Zug kriegen. Da bin ich mal gespannt, ob wir nur von denen was kriegen oder ob die hier wenigstens eine Ordnung bringen. Ja, theoretisch, je nachdem, was man für Einheiten hat, kriegt man Punkte nach jedem Zug. Wir gucken uns das gleich mal an und dann werden hier auch immer mehr Zauber quasi freigeschaltet, je mehr Punkte wir quasi haben. Weil wir haben ja gesehen, zum Beispiel der hier braucht 5, 8 und 12. Wir gucken jetzt gleich mal. Ich gehe mal mit ihm vor. Ich könnte sogar von hier ihn beschießen. Das machen wir auch. Perfekt. Der kommt auch bis hier hinten hin. Macht aber nicht so viel Schaden. Aber ich mach's trotzdem. Wie gesagt, der ist eigentlich recht tanky. So, wir haben 10 bekommen. 4 hatten wir, also haben wir 6 bekommen. Das heißt 1, 2 und der hat 4 gebracht. So müsste es eigentlich sein. So, und jetzt können wir sehen, jetzt können wir auch den Level 8er Zauber hier benutzen. Oder hier ihm zum Beispiel Schutz geben. Frage ist plus 10 Verteidigung.
Nur Nahkampf oder auch Fernkampf? Wir gucken mal. Nahkampfverteidigung ist 10%. Fernkampf ist 50. Jetzt gucken wir mal so. Ist immer noch. Aber die Verteidigung insgesamt ist auf 70 hoch. Ihr müsst mal hier oben gucken. Vorher war sie bei 60. Und von diesen 70 sind 50% davon Fernkampfverteidigung. Das heißt, die machen uns jetzt so gut wie kaum Schaden. Wir gehen mal nach vorne. Kann ich den hier kaputt machen? Hab ich jetzt hier noch einen anderen Essenz bekommen? Nee, okay. Ich dachte schon. So, dann machen wir mal mit ihm hier weiter. Weiter nach oben können wir nicht. Aber wir können hier vor. Der muss noch nachladen. So, der ist jetzt ready. Wir müssen noch einen Ticken vor. Das Blöde ist, wenn man mit den Fernkampfleuten sich bewegt, ihr müsst mal jetzt gleich drauf achten, dann verliert man Schaden. Minus 50% Fernkampfschaden. Aber wir sind jetzt ein bisschen erhöht. Vielleicht gleicht es das so ein bisschen aus. Ja, komm bis hinten hin und es reicht sogar. Okay. Das heißt also, ihr wollt eigentlich mit euren Bogenschützen immer so ein bisschen stehen bleiben. Wenn möglich. Dann macht er quasi 50% mehr Schaden. Aber wir haben nichts verloren. Richtig gut. So viel zum Thema. Wir sind gut ausgerüstet. So, oh, hier ist schon der nächste. Okay. Hier haben wir erstmal noch ein Straßenschild. Noch ein bisschen Erfahrung bekommen. Hier sind Barrikaden. Hier kommen wir nicht lang. Das heißt, wir können nur zu dem Typen hier. Scheint, ihre Anzahl liegt zwischen 1 und 25. Okay. Als sich Cecilias Truppen Feuersteinhügel näherten, traten ihnen eine gut gerüstete Streitmacht von Soldaten entgegen, welche keine Wappen oder Farben einer Baronie trugen. Ritter, Bogenschützen, ihr seid kein gewöhnlicher Banditenhaufen. Ich wollte schon immer mal eine Hüterin töten. Ihr werdet nicht der erste ritterliche Gernegruß, den ich versohle. Okay. Ist trotzdem noch als leicht eingestuft. Ich bleib mal mit denen hinten. Die mache ich dahin und die mache ich dahin. Ja. Behält man die Punkte vom vorigen... Ne. Man startet quasi immer... Oh. Das sind wirklich Ritter. Der kann sogar bis hier hinlaufen. Oben lang kommt er aber nicht. Das heißt, wenn ich ihn hier hinstelle, kommt er an ihn nicht vorbei. Dann müssen wir es so machen. Dafür hat er aber hier nur 4 Truppen. Also es sieht schlimmer aus, als es ist. Aber der... Au. So, ihn... Oh Gott, der ist resistent. Okay. Ich werde ihnen mal wieder Verteidigung geben. Ich glaube, ich mache hier nicht mal Schaden, kann das sein? Den komme ich leider nicht ran. Ja. Mit ihm müssen wir aber hier zurück. Das wird, glaube ich, nicht viel helfen, aber er muss immer noch nachladen. So, den töten wir. Und mit ihm würde ich mal hier runtergehen, versuchen, ihm zu helfen. Ja. Aua, Mensch, nicht meine Bogenschützen. Wir müssen mal... Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Ich gehe lieber mal einen nach vorne. So, der lädt hier eh noch nach, aber wir können ja schon mal vorlaufen. Alter, wie weit kann denn der schießen, Junge?
Können wir hier unseren Superzauber machen? Bringt uns in dem Fall jetzt nicht so viel, aber für den nächsten Angriff sind wir da ein bisschen besser gerüstet. So. Na, da geht's noch ein bisschen runter. So. Das lief doch semi-optimal, sag ich mal. Ein bisschen viele Waldläufer verloren. Aber wie gesagt, Ritter sind schon ziemlich starke Einheiten. Von denen kriegt man sogar Chaos. Okay. So, wir sind fast da. Wir gucken mal weiter. Eine Schar von Bauern, angeführt von Dorfältesten, trat hervor, um Cecilia zu grüßen, als ihre Truppe im Feuersteinhügel eintraf. Ich habe die Rebellen bezwungen und Feuersteinhügel wieder, was wieder dem Schutz von Tapferherz unterstellt, wie es meine Pflicht ist. Wer von euch will mir verraten, was hier vor sich geht? Diese Ritter und ihre Schergen tauchten vor kurzem auf und bewaffneten alle Unruhestifter vor Ort. Sie bemächtigten sich unseren Steinbruch und Minen und begannen die Lieferung nach Süden in Richtung Borkensporn zu schicken, wo ihre Gönner wartet. Oder ihr Gönner. Und keiner von euch hat sich ihnen den Weg gestellt. Keiner von euch hat nach den örtlichen Vogt gesandt oder Landsfeste ersucht. Nein, Herren, wir banken um unser Leben. Wir haben einen Boten nach Hoffnungsschlicht irgendwas. Hoffnungslichtung, so rumgeschickt, um sie zu warnen und um Hilfe zu ersuchen. Er kehrte nie zurück. Erinnert euch das nächste Mal, wenn man euch die Unabhängigkeit anbietet und genau diesen Moment. Ich werde die Baronie stets behüten vor Bedrohung von innen und von außerhalb. Tretet meiner Streitmacht bei und wir werden gemeinsam wieder Ordnung im Territorium einherkehren lassen. Wir folgen den Ruf zu den Waffen von Tapferherz, so wie ihr für euren Vater vor euch. Es gibt tüchtige Rekruten in der Bauernhütte. Na juhu, in der Bauernhütte. So, erstmal nehmen wir die Gebäude hier ein. Die kann, glaube ich, immer sehen hier. Die geben uns plus 75 pro Runde. Hier oben habt ihr immer eure Ressourcen. Es gibt theoretisch Gold, Stein, Holz, Schimmergewebe, einen antiken Bernstein und himmlisches Erz. Das ist nachher alles wichtig, um Sachen zu erforschen und weiterzuentwickeln. Ja, es sind halt wirklich nur Bauern, theoretisch. Aber es reicht genau, um sie aufzufüllen. Ist perfekt. So, hier haben wir eine Schmiede. Haben wir einen Helm bekommen. Hier kriegen wir erstmal Steine und dann nehmen wir auch die Mine ein. Nehmen wir die andere Mine ein und noch mehr Steine. Und hier ist noch eine gemütliche Schenke. Da gehen wir auch mal hin. Plus 5 Bewegung, okay. So, an sich von unseren Rittern sieht es eher so semi aus. Waldläufer haben wir nur noch 5. Die Fußsoldaten 10. Aber mit den Milizionären sind wir eigentlich ganz gut bestückt. Aber die sind halt nicht so stark. Können nur alle 2 Runden schießen. Bin ich nicht so der Fan. Wir machen jetzt hier aber erstmal einen Cut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zugucken. Das war, wie gesagt, die erste Runde. Ich bin noch ein bisschen an Einstellen wegen dem Sound. Wenn ich irgendwie zu laut, zu leise war oder der Sound vom Game zu laut oder zu leise, dann schreibt es mal ruhig in den Kommentaren, damit ich da ein bisschen mich wieder so einpegeln kann. Und ansonsten, wir machen auf jeden Fall noch ein paar Runden weiter und gucken das Game noch ein bisschen an. Macht auf jeden Fall Laune und wie gesagt, hat so ein bisschen Might and Magic Vibes auch gewollt. Aber es ist auf jeden Fall, macht auf jeden Fall Spaß, hat ein paar coole Eigenheiten noch so ein bisschen mit diesen Zaubern. Und es gibt hier auch noch so, nein, nicht Basenbau, aber man kann noch ein bisschen nachher seine Städte aufbauen. Ist auch noch ganz interessant. Also bleibt dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch dabei seid. Ich sage erstmal Tschüss, bis dahin. Bye, bye.